Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play V-Lines 2017. Bitte kein Regen. No rain. Please don't rain. Und eines steht definitiv fest. Hier beim großen Preis von Brasilien wird die Bühne für ein großartiges Schauspiel aufbereitet. Titelentscheidungen, Kummer, Triumphe und brasilianische Glücksmomente. Alles das wird Sie hier in Hülle und Fülle auf dem Autodromo José Carlos Pache erwarten. Ein ungewöhnliches... Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Jawohl. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Vor Max Verstappen, der von P2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricardo und ein Williams, Nico Hülkenberg und Raikkonen, Ericsson, Hamilton, Ocon und Pascal Wehrlein, Van Dorn, Quert, Sergio Perez und Alonso, Massa, Sainz Junior, Kevin Magnussen und Jolyon Palmer, Grosjean und Valtteri Bottas startet aus der hintersten Reihe. Okay, krass, die haben alle Strafen gekriegt. Das heißt, wir sind ruckzuck von 8 wieder auf 4. Gemäßigter also, Streckenabschnitt bis zur ersten krass. Kurve. Fahr so sauber wie möglich. Wir müssen nicht gleich am Start unnötig Plätze verlieren. Machen wir uns die Fehler der anderen zunutze. Und das Gute ist, wir haben tatsächlich, wir starten auf der Innenseite. Das heißt, wir können gleich besser überholen, falls das denn irgendwie auch mal ansatzweise ein Thema werden könnte. Beim Start konnten wir keine Probleme feststellen. Behalte die Drehzahl beim Start im Auge. Wir wollen schließlich nicht stehen bleiben. Na, bin ich mal gespannt. Wie gesagt, wir haben ganz gute... Wir haben ja ganz gute Chancen, vielleicht sogar noch ein paar Plätze gut zu machen nach vorne. Muss aber auch nicht. Also wenn wir es nicht schaffen, ist auch nicht schlimm. Wir sollen noch Vierter bleiben. Das ist absolut in Ordnung. Hinter uns ist Hülkenberg. Dahinter ist dann wiederum Raikkonen. Also der startet direkt ja, neben uns quasi. Mal schauen. Mal schauen. Na, Reifen ein bisschen nochmal warm machen hier. Okay. Okay, ist interessant. Ricardo startet auf den gelben. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Wie gesagt, hinter uns Ricardo, vor uns Ricardo, hinter uns Raikkonen, vor uns Ricardo, vor uns Verstappen, Vettel. Mal gucken. Boah. War das ein Frühstart von Ricardo? Okay, Hülkenberg zieht an uns vorbei, warte mal. Wow! Na, alles gut. Mhm. Komm, wir sind schneller als Hülkenberg, nice. Okay, hinter uns hat sich soweit auch alles sortiert. Guter Start. Wow! Super! An Verstappen vorbeigezogen. Nice. Sauber. Das wird dem Red Bull gar nicht schmecken, aber ist mir egal.
Okay, Ricardo da vor uns. Ja, vielleicht, wenn wir gut im Windschatten fahren, vielleicht haben wir die Möglichkeit, an ihm vorbeizuziehen. Wir sind schnell, guck mal. Wow! Alter! Junge! Was für ein Assi. Was ist da passiert? Ricardo, was ist da passiert, Junge? Okay, warte mal. Moment. Ich brauche eine andere Kameraperspektive. Hier. Ah, oh, wobei, warte mal, wir können uns aus Sicht von Ricardo mal angucken. Wir fahren. Hier kommen wir. Okay. Alles klar, eindeutig mein Fahrfehler. Nein! Aber warte, wir nutzen einfach, weil wir es können. Naja, und ich habe auch Rennen. Aber hat es danach noch einen Crash gegeben? Warte mal. Hier, dann rutschen wir. Wir rutschen. Warte mal, andere Kameraperspektive. Hier, wir rutschen. Okay, das war denn der Crash. Alles klar, also ich meine aber, dass der Dingens tatsächlich da jemanden erwischt hat. Es war mein Fahrfehler auf jeden Fall. Okay, machen wir hier, komm. So, ich fahre jetzt erstmal richtig an ihm vorbei. Sind wir nämlich noch gar nicht. Okay, da hat es wieder eine Kollision gegeben. War das jetzt meine Schuld? Ich weiß es nicht. Gab auf jeden Fall keine Strafe, von daher aufgeschissen. Ah, das ist nicht einfach zu überholen, ja? Auch wenn das so eine Gerade ist, so easy peasy, weißt du, aber es ist nicht einfach. So, das ist nicht so einfach, hier zu überholen. Das ist, wie gesagt, das sieht zwar da voll easy aus auf der Geraden da, aber es ist nicht einfach. Mal gucken. Die Red Bulls haben wir auf jeden Fall ganz gut gecashed, auch wenn halt kleiner Fahrfehler oder kleiner Überholfehler bei mir. Ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Der crasht mich da vorne Seite, aber ich, ja. Ich darf halt natürlich auch erst wieder nach rechts einscheren, sobald ich halt wirklich an ihm vorbei bin, sowas. Das war, ja. Anfängerfehler, der eigentlich nach so vielen Folgen nicht mehr passieren darf, aber naja, was soll's. Okay. DRS ist aktiviert. Ich glaube, bei Ricardo dürfte hinter uns kein DRS haben. Ich glaube, dafür ist er zu weit weg. Oder Jeff? Ricardo liegt hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Okay. Okay, er ist auf jeden Fall in der Nähe auf jeden Fall so, dass er DRS kriegen würde. Hm. I don't like this. Grüne Flagge. No, was ist passiert? Gab's mal eine gelbe? Oh. Nein, oh, der Hülkenberg, das tut mir voll leid. Der ist doch hinter uns gestartet, oder? Oh. Der arme Nico. Schade, ich hätte sie wirklich gegönnt. Was wäre denn die alternative Strategie? Warte.
Komm. Gelbe Flagge. Was? Wir fahren jetzt aber noch nicht rein. Naja, wir fahren nächste Runde rein. Hier steht irgendwo Hülkenberg. Ah, ist schon vorbei. Wir fahren nächste Runde rein. Wir ballern jetzt nochmal nach oben. Alter, was? Die Distanz zum Führenden beträgt 2,8 Sekunden. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 11,5 Sekunden. Warum sind wir denn auf Fett gefahren? Die ganze Zeit. Hä, warum das denn? Ich meine, ist nicht schlimm, aber... Also ich krieg das wieder reingefahren, aber trotzdem... Das ist aber äußerst kurios. Naja. Egal. Das erklärt natürlich auch, weil wir so easy an den Red Bulls vorbeigekommen sind. Krass. So, erstmal in die Box fahren. Wir wechseln jetzt von den roten Reifen auf die gelben Reifen. Also von Supersoft auf Soft. Sonst fährt noch keiner rein. Wir fahren jetzt erstmal dem Feld erstmal so ein bisschen hinterher. Gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Oh, diese Boxengasse hier, ne? Okay, pass auf. Wer kommt da? Alles klar. Ja, mach die erstmal. Junge! Oh, jetzt haben wir ihn endlich. Mein Gott. Okay, wir kriegen DRS. Und gib ihn. War ein bisschen ab. Na, war nicht abgekürzt. Ich habe keine Strafe gekriegt oder keine Verwarnung, aber trotzdem. Wir haben uns da ein bisschen reingedrängelt. Aber was soll's. Gab's da gerade einen Hit? Ich hab, glaube ich, was gehört, ne? Egal. Sehr gut. Hui. War auch nicht mehr so gut gemacht. Oh, die fahren alle in die Box. Okay, die fahren nicht in die Box, aber... Oh, der ein oder andere hier ist schon in der Box, sehr gut. Ich glaube, die ganz vorne fahren tatsächlich nicht, ne? Die noch nicht. Oh, da vorne fahren Dorn an Sainz vorbei, oder auch nicht. Wir wissen es beide, glaube ich, selber noch nicht so genau. Boah, guck dir das an. Rad an Rad. Jetzt kommen wir.
wie beim Red Bull vorhin. Na komm. Den Sainz kaschen wir uns gleich. Wir haben gleich DRS, dann kriegen wir ihn. Aber vielleicht kriegen wir den sogar schon vor der DRS-Zone. Na, mal gucken. DRS. Ja, wir überholen außen. Zack, schön vorbeiziehen. Wunderbar. Schönes Ding. Du solltest vielleicht auf eine niedrigere Benzinmischung umschalten. Ja, ja. Ich schalte jetzt auf Mager um, also wobei nach der Geraden schalten wir auf Mager runter. Lass mal gucken, was ist. Na, der Sainz hat nämlich DRS, der könnte sein, dass der jetzt an uns vorbeiziehen wird. Nee. Da reicht es dann doch nicht, die Power, ne? Warum sollen wir in die Box fahren? Achso, die Box ist rot geleuchtet, weil Massa drin war, alles klar. Okay. So. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,8 Sekunden. Ja, das ist Vettel, ne? So, wir sind jetzt die Hälfte des Rennens gefahren. Sainz hinter uns fährt die Box. Okay, Raikön wieder hinter uns und dann kommen wahrscheinlich die beiden Red Bulls. Schätze ich jetzt einfach mal. Und Bottas ist die schnellste Runde gefahren. Krass. Das ist krass. Raikön kommt mit übler Geschwindigkeit. Ich glaube, der hat eine Blutgelenke. Wir sind halt auch auf Mager unterwegs jetzt, ne? Das darf man nicht vergessen. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 2,5 Sekunden. Das ist gut, weil dann kann er nämlich kein DRS machen. Das ist super. I like this. Oh, da kommt derjenige aus der Box, der da erster ist. Guck mal. Okay, Abstand zum Teamkollegen 14,2 Sekunden. Uiuiui. Ne, der kommt vor uns raus. Ja, kommt vor uns raus. Krass. Ricciardo. Ja, wir haben ein bisschen Zeit verloren auf jeden Fall. Was ist aber natürlich auch. Oh, der Raikön hinter uns, Alter. Was jetzt aber natürlich auch daran liegt, dass wir hier auf Mager fahren müssen. Und es könnte wohl passieren, dass uns der Raikön gleich kascht auf der Gerade. Wegen DRS und so. Na. Ich schalte mal die Standardmischung rein. Holla. Okay, der Wagen vor dir fährt jetzt mit super weichen Reifen. Der Wagen vor dir ist jetzt auf super weichen Reifen unterwegs. Super weich, ach du Scheiße. Okay, Raikön wird gleich hier rüberziehen. Oder vorbeiziehen, besser gesagt. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,7 Sekunden. Doch noch nicht. Sekunden. Boah, ist der nah.
Mal gucken. Boah. Da haben wir gerade alles an Zeit verloren, was wir eben freigefahren hatten. Okay, er wird den RS gleich nutzen und damit zieht er an uns vorbei. Doch nicht. Was? Was ist das denn? Also mit DRS und Windschatten hätte er aber eben eigentlich easy an uns vorbeiziehen müssen. Oh, krass. Ricardo hat Vettel überholt? Ach krass, die beiden da vorne. Komm Kimi, wir hoffen einfach, dass die beiden sich rausschießen. Naja, und dann sind wir einfach erst und zweiter. Wie wär's? Hm? Ich lass dich dann noch schön vor. Williams, kriegen sie die Krise. Oh fuck, ich hab die Kamera geswitcht. Nein! Boah. Scheiße, aber ich bin auf den scheiß RB-Knopf gekommen. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja, ist genauso viel, wie wir brauchen. Nice. Spitzenmäßig, Mann. So, jetzt, also ich rechne jetzt aber fest damit, dass er uns jetzt überholt. Ja. Nee. Immer noch nicht. Krass. Okay. Krass. Jetzt vielleicht? Nee. Immer noch nicht. Okay, krass. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Information zu Ricardo. Sie haben eine Art mechanisches Problem. Okay. Das ist natürlich super ärgerlich für die Jungs. Oh. Digga! Alter! Habt ihr das gerade gesehen? Ja, moin, Alter. Er zieht ja erstmal raus. Was ist los? Alter. Mein Herz. Ist das jetzt eigentlich Karma? Ich habe mir gewünscht, dass einer von den beiden da vorne rausfliegt, ne? Ist das jetzt arg asozial gewesen? Okay, krass. Krass, Kimi ist vorbei. Ja, war abzusehen. Guck, wir kriegen jetzt nochmal DRS. Aber... Oh. Nein. Mal gucken, vielleicht geht da noch mal was. Disqualifiziert sogar. Was? Leute, was ist denn jetzt los? Achtung. Oh. Okay, er steht mitten auf der fucking Spur. Er steht mitten auf der Ideallinie. Ist das nicht eigentlich ist das doch ein Grund für Safety Car, oder nicht? Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,3 Sekunden. Es ist schade, ich hätte wirklich gerne noch ein bisschen gegen Kimi gekämpft, aber es macht gar keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Er ist mit seinem Ferrari viel zu schnell. Da muss er sogar Sebastian Vettel noch aufpassen. Aber an sich Dritter. Dann fällt Ricardo aus. Das ist der eigentlich noch vor uns war. Sogar.
Ich meine ganz ehrlich, damit kann ich leben. Weißt du, wo unser Teamkollege ist, wo Massa ist? Weil dadurch, dass Ricardo ausgefallen ist, geht es ja auch noch so ein bisschen um die Konstrukteursweltmeisterschaft. Für uns. Also es geht um die Meisterschaft an sich, aber es geht einfach um die Platzierung. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja. Mal gucken. Also auf Verstappen dürften wir jetzt eigentlich nichts mehr verlieren. Aber ich glaube, das läuft schon ganz gut. Ja, und dann habe ich hier scheinbar einen Ferrari-Win, ne? Einen Doppelsieg von Ferrari. Traut man sich gar nicht, das in den diese Worte in den Mund zu nehmen. Doppelsieg und Ferrari, das passt nicht zusammen. Momentan zumindest. Früher zu Barrichello und Schumacher Zeiten easy going. Da war eigentlich mehr oder weniger die Frage, wer gewinnt oder wer ist Dritter so, weißt du? Aha, Michael Schumacher, Barrichello und Dritter? Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 4,2. Harry Coulthard meistens oder Mika Häkkinen vielleicht noch, ja. Aber es gab so viele einfach. Physikeller. Massa ist ja damals auch schon aktuell gewesen, tatsächlich zu der Zeit. Heinz-Harald Frenzen. Und Jordan damals. Mega. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Na komm, da können wir nochmal hochschalten. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 50,4 Sekunden. Ist Schwachsinn, um hochzuschalten. Das ist nur unnötig. Nur unnötig Stress für das Auto. Wir sind Dritter. Daran ändert sich nichts mehr. Wir sind, glaube ich, ein ganz gutes Rennen gefahren. Klein bisschen unnötige Dings hatten wir da drin gehabt. Eine Wiederholung. Da relativ am Anfang, als wir Ricardo überholt haben, wo ich schon voll abgefeiert habe und dann erst gemerkt habe, oh, wir fahren auf Fett. Das war ein bisschen peinlich. Ja, aber sonst, glaube ich, sind wir eigentlich ein ganz gutes Rennen gefahren. Und können uns über einen guten dritten Platz freuen. So, Sieger ist Vettel, Gratulation an dieser Stelle, auch an Kimi natürlich für den Doppelsieg mit Ferrari. Wie gesagt, wir sind Dritter. Sehr nice. Großartige Arbeit, gut gemacht. Mit diesem Podestplatz können wir sehr zufrieden sein. Ja, aber mal so was von Digi. Jeff, Alter, du bist mein Mann. Ja, und Ferrari hat natürlich Grund zur Freude, ne? Krass. Eine fast fehlerfreie Abbildung war das hier und ein eindrucksvoller Sieg. Stefan, Juhu. Was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Die Strategie hat den Unterschied ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie an ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, um jeden Stint zu optimieren und ihre Reifen optimal zu nutzen. Das zeigt, dass bei diesem Sport das ganze Team gefordert ist. Dabei muss der Da kommen sie also und steigen aufs Podium. Egal, wo man hingeht, überall auf der Welt dominieren die Flaggen mit dem springenden Pferd. Und auch heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze. Wie gesagt, Congrats an Vettel und Kimi Räikkönen. Und wir können, wie gesagt, mit dem tollen dritten Platz zufrieden sein. War am Ende dann ein ganz gutes Wochenende auf jeden Fall. Mit Höhen und mit Tiefen. Aber unterm Strich super. Der Vorsprung unseres Führenden ist nach dem schwachen Resultat heute geschrumpft. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Oh, das ist heute gar nicht so einfach. Aber mein Instinkt sagt mir Valtteri Bottas. Und wenn ich mir das Feld so ansehe, tut sich für mich niemand hervor, der Krass. Meine Meinung ändern könnte. Bottas ist von 20 auf 6 gefahren. Wir haben heute einen Formabfall wow. des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim Okay, wir schauen uns mal kurz die Rangliste an. Um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Ja, aber Hamilton ist doch trotzdem schon Weltmeister. Der hat doch letztes Mal schon gefeiert.
Es entscheidet sich dann noch zwischen... Im letzten Rennen dann sozusagen zwischen... Ja, Vettel und Raikönen kann es nochmal spannend werden. Das sind 3 Punkte. Das ist krass. Ja, Bottas könnte da theoretisch auch nochmal mit reinfunken. Wir hingegen nicht. Also wir können an Bottas nicht mal vorbeiziehen. Wir können weder noch nach oben was gut machen, wir können nichts nach unten gut machen. Wir sind im Grunde genommen sind wir schon 5. Und hier sind wir tatsächlich 3. Aber auch nur, wenn wir in Abu Dhabi gut fahren. Tatsächlich. Das ist ganz klar. Naja, liebe Freunde, ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle fürs Zuschauen bei diesem Rennen hier. Hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Und, oh, wir haben einen Erfolg. Unterschätzt. Mindestens 25% der Saison bei deinem Team hat es überambitioniert. Ach cool, krass. Nice one. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Nach der Saison. Wir werden ja, also es wird ja erstmal eine kleine Pause geben und danach werden wir mit Sicherheit Angebote kriegen. Sollen wir uns auf ein neues Team konzentrieren? Sollen wir vielleicht zu Red Bull wechseln oder so? Ich weiß es nicht. Schreibt mir das auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was da so eure Vorschläge sind, ob wir das Team wechseln sollen oder ob wir hier Williams weiter bearbeiten sollen, ob wir Williams weiterentwickeln sollen. Würde mich mal interessieren.